Ja, hallo, herzlich willkommen. Heute zwei Hubschrauber im Test gegeneinander. Einmal mit optischen Sensor und ohne optischen Sensor. Wir haben jetzt wirklich mal testen, fliegen, wie das Ganze funktioniert. Ich habe alles aufgeladen und jetzt werde ich noch was machen. Ich habe ein kleines Windmesser mit. Wir müssen mal schauen hier, wie viel wir hier Wind haben. Aktuell tut sich ja gar nichts. Ich habe Meter pro Sekunde eingestellt. Jetzt läuft es hier. Ich habe hier 1 Meter pro Sekunde. Könnt ihr jetzt so sehen. Ich schaue mal, wie viel Kilometer pro Stunde das ist. Kann man sich besser vorstellen. 3 Kilometer Wind pro Stunde. 3 Stundenkilometer. Habe ich jetzt ungefähr hier. Ja, da müsst ihr aufpassen. Wind ist wirklich eine Komponente, wo ihr echt aufpassen müsst. Auch Anfänger. Na, wie gesagt, heute denke ich mal, könnte Anfänger mit zurechtkommen. Und ich werde erstmal den ohne Sensor fliegen, dann mit Sensor, und dann werden wir mal schauen, was wir hier bemerken. So, das heißt, nicht einschalten, erstmal durchstehen hier unter Strom stetzen. Genau. Signal, dass er an ist und er blinkt hier. Stimmen wir wieder ein bisschen weiter zur Seite hier. Und Fernbedienung ein, ganz wichtig, Stufe 2. Rauf und runter, um ihn zu entspannen. Das Signalton und wir tun das Ganze nochmal kalibrieren und ich mache jetzt wirklich hier Take-off mit Start-Stop-Taste und er dreht langsam hoch. Und zieht nach hinten weg. Er fliegt jetzt nach vorn getrimmt. So. Ich habe leichten Wind, da lässt sich wirklich ganz leicht manövrieren. Er hält ein bisschen rum hier. Irgendwie ist da was schief gelaufen beim Test. Ich trimme jetzt mal nach hinten. Jetzt steht er fast in der Luft. Ich fliege mal zu mir her. Und Wind ist aktuell ein bisschen weg, also springert und lassen jetzt mal hier wirklich hier schweben. Wieder, ich habe keinen Wind. Ihr seht hier. Ein bisschen nach vorn und ja, also steht sauber in der Luft hier, kann man nicht meckern. Wie gesagt, null Wind, kein Wind. Jetzt zieht er nach vorn. Da ist ein bisschen nach hinten drin. Und ich muss natürlich schon aktiv bremsen. Wieder nach hinten, das heißt ganz vorsichtig nach vorn drücken. Wenn ich jetzt so drücken, dann schaukelt er so 20 Cent auf, wenn ich dann hier zu schnell mache. Seht. Dann schon, könnte dann außer Kontrolle geraten und ja, coole Sache. Also jetzt wird es beim Landung ein bisschen schwierig, am besten wirklich ein bisschen runterfliegen und da zieht er hier mal schon ein bisschen weg.
Ganz einfach, weil von hier oben Wind kommt. Man landet immer gegen den Wind. Das heißt, hier und dann drückt man einfach die Landetaste und er geht runter. Also hat jetzt wirklich absolut, wie gesagt, ich kann mich jetzt an den vorhergehenden Flug mit dem Höhenhaltsensor erinnern. Fliegt ohne Sensor wirklich auch top, muss halt hier ein kleines bisschen hier immer am Nick und Roll da ein bisschen arbeiten. Wie gesagt, es war fast kein Wind. Ganz wichtige Komponente für Anfänger, kein Wind. Und ja, also perfekt, kann man nicht meckern. Jetzt werden wir uns das mal anschauen, ob das hier ein bisschen anders ist, ob der besser fliegt, ob er noch steifer fliegt, ob der schöner fliegt. Wir gucken es einfach mal an. So, er wartet jetzt auf eine Fernbedienung, die ihn bindet. Und passt auf, hier das Kabel ist manchmal ein bisschen schwierig. Das ist wirklich hinter dem Nupsi, das hier selber zu zapfen. So. Hab extra einen Poster dran gemacht. Halt. So. Und die beiden haben sich verheiratet miteinander. Gut. Wir werden das Ganze nochmal kalibrieren. Das ist nochmal ein Pieps gemacht. Und Stufe 2. Und jetzt starten wir mit Takeoff. Achtung. Ganz leichten Wind. Also, er fliegt besser. Auf alle Fälle, ich mache jetzt hier gar nichts. Ich kann jetzt wieder zurückholen, da seht ihr nichts hier. Er fliegt wirklich hier. Der Sensor arbeitet sauber. Und könnt euch entspannt überlegen, hier nach vorne zu drücken. Wie gesagt, der Unterschied ist nicht groß. Jetzt bleibt er auch stehen. Das ist immer die Schwierigkeit für Anfänger. Man muss halt immer Nick und Roll eigentlich aktiv betätigen. Und hier habe ich ein bisschen Wind, der da wieder aufkommt. Und ich sehe hier, das klappt wirklich gut. Schon immer her. Er ist nicht besonders schnell unterwegs, das muss ich dazu sagen. Und dann, wie gesagt, leichten Wind. Tippe lasse ich mal los. Er wird abgetrieben. Er braucht eine Weile. Jetzt steht er wieder hier. Wie er sich gefangen hat. Also der Höhenhaltesensor braucht natürlich auch ein bisschen. Der optische Sensor. Immer wieder tiefer fliegen hier. Und ich weiß nicht, ob das so ein Signal ist. Er hat natürlich dann so pack gewackelt hier. Jetzt reagiert er halt. Also der optische Sensor, da braucht auch noch eine Weile, um hier sauber zu fliegen. Das klappt hier wirklich ganz gut. Er schwebt leider nicht, wo ich will, immer.
So, ich mache jetzt mal ein Experiment. Ihr dürft das nicht nachmachen. Ich lasse den jetzt wirklich mal schweben hier. Das, ja. Wirklich eine gefährliche Geschichte, weil ich kann jetzt nicht eingreifen hier und starte jetzt mal den anderen Hubschrauber. Und so merkt ihr, der Wind, der bringt ein bisschen durcheinander hier. Und krass hier, ne? Alles schon heavy. Da wirklich hier wie eine Eins steht in der Luft. So. Der Wind beeinflusst er doch ein bisschen hier. Da seht ihr, Ruderabwind hier, den noch mal ein bisschen beeinflusst. Das ist schon krass. Also, top Sache mit dem optischen Flusssensor. Wie gesagt, der steht jetzt wirklich hier nicht so sauber in der Luft. Wir lassen beide mal schweben hier in gleicher Höhe. Ich lasse ihn los hier und Sie seht hier, müsst ihr schon aktiv arbeiten mit dem hier. Also ich denke mal, das ist der beste Beweis, dass einfach was bringt hier, wo ich hier der Sensor wirklich eine Top-Sache ist hier. Er kommt gleich wieder zurück hier. Top, top Geschichte hier. Zwei Hubschrauber hier schweben dann noch. Also das ist auch komplett gut sauber ausgetrimmt, aber ihr seht hier, er bewegt sich hier schon irgendwie leicht. Und okay. Das übertreiben es nicht, sondern ich lande das einfach mal. Und fliegt den hier jetzt auch mal, lande den auch jetzt mal. Also mein absolutes Fazit hier, der Höhenhaltesensor bringt wirklich was, ihr habt es gesehen. Da braucht ein bisschen, ne, ihr müsst wirklich Platz haben, mit der so Kopter zum Stehen kommen, auf der Stelle schwebt automatisch. Das müsst ihr hier genau einkalkulieren, aber sonst eine Bombensache, ihr habt gesehen. Ich habe hier den zweiten problemlos geflogen, wie gesagt, Wind hat ihn ein bisschen natürlich zur Seite gedrückt, da ist dann natürlich wieder in die Ausgangsposition zurückgekommen, aber wirklich eine coole Sache hier mit dem optischen Sensor für Einsteiger, die im Nick und Roll eben noch nicht so das Gefühl drauf haben, den zu steuern. Wie gesagt, man muss halt sanft gegensteuern, damit man nicht aufschaukelt, ne, wenn ihr jetzt zum Beispiel abbremsen wollt. Wie gesagt, ja, top Sache. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ciao dann, bis zum nächsten Mal.